Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Commentary. Ein ganz klassisches COD Modern Warfare 3 Commentary mit mir, dem Kraftkorn. Obwohl ganz klassisch kann man nicht wirklich sagen, denn es handelt sich um ein Herrschaftsgameplay meinerseits. Und ja, das kommt ja nicht so oft vor. Eigentlich spiele ich ja eher Team Deathmatch und ich muss gleich zu Anfang sagen, das Spiel ist wirklich kacke. Also jetzt nicht das Spiel an sich, sondern das manchmal auch. Aber ich meine, das Gameplay an sich ist kacke. Ich hatte leider nichts anderes mehr drauf und deswegen musste ich das jetzt nehmen. Jetzt bald steht ein Aufnahmemarathon an, wo ich dann wieder ganz viel neue Gameplays ja hoffentlich erspielen werde und gleichzeitig auch von einem Kollegen nehmen werde. Der ja, hat mir die sozusagen zur Verfügung gestellt und ich denke, wird auch das ein oder andere kommen. So, bevor ich diesen ganzen Aufnahmemarathon aber starte, ist natürlich die Frage, ja, wie sieht's aus jetzt mit dem Kanal? Was kann kommen, was wird kommen, was sollte kommen? Und da seid ihr natürlich gefragt in erster Linie, ob ihr wirklich Bock habt auf meine Vorschläge, die ich jetzt bringe. Da wäre nämlich zum ersten einmal, jetzt das Skyrim Let's Play. Ich hätte nämlich eigentlich ziemlich Bock drauf und ich habe auch immer mal wieder gelesen, dass das nicht schlecht wäre, wenn ich das vielleicht machen würde. Aber die Frage ist natürlich, ob ihr das wirklich jetzt wollt. Also ich hätte ziemlich Bock drauf, dann irgendwie so circa 30 Minuten Parts ungefähr da draus zu schnibbeln und so, weil das Spiel, das kann man ja echt suchten am Stück und da würde ich euch ganz gern mitnehmen. Für meinen zweiten Durchlauf sage ich jetzt einfach mal. Ich habe es halt schon mal gespielt, aber ich würde es halt sehr gerne nochmal spielen und dann halt mit euch zusammen. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, schreibt es mir auch in die Kommentare, denn es ist mir relativ wichtig, da ein Feedback zu erhalten, damit ich ganz klar und gesichert sagen kann, ja, Skyrim Let's Play machen wir nicht, das gefällt einfach keinem, beziehungsweise möchte keiner sehen, dann lasse ich das nämlich weg, denn das ist natürlich auch viel Arbeit und verschlingt sehr viel Zeit, das Spiel. Deswegen sollte ich mir das gut überlegen und da könnt ihr mir natürlich bestens helfen. Dann habe ich noch ein anderes Thema, und zwar Twitch. Ich habe einen eigenen Twitch-Account erstellt und ich hätte auch Bock zu streamen. Problem ist nur, dass ich noch nicht so ganz weiß, ob das mit meinem PC so hinhaut. Der hat nämlich schon einige Jährchen auf dem Buckel und ist nicht mehr der leistungsstärkste. Deswegen, ja, habe ich mich schon vor kurzem mal, als mein Netzteil kaputt war, nach einem neuen PC umgeschaut. So, habe es dann doch nicht gemacht, weil dann war die PS4 erstmal im Fokus und habe mir einfach ein neues Netzteil einbauen lassen. Das Ding ist aber jetzt, dass ich wirklich sehr gerne streamen würde und mein alter PC mich so langsam, aber sicher auch ja, aufregt, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen werde ich mir einen neuen zulegen. Auch in Bälde. Also, so lange wird das nicht dauern. Ding ist nur jetzt gerade habe ich eben das Geld nicht. Das heißt, das wird sich vermutlich auf Anfang nächsten Jahres verzögern, sage ich mal, mit dem neuen PC. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn bis dahin habt ihr einfach Zeit, mir auch mal zu sagen, was ihr davon haltet, eventuell. Ob ihr Bock auf Twitch hättet, ob ihr Bock darauf hättet, dass ich mal vielleicht streame. Da wäre dann eigentlich alles möglich, also sage ich mal, von Spielen. Und ja, das wäre ganz cool, wenn ihr mir das vielleicht auch noch schreibt, dann in einem Satz zusammen mit dem Skyrim-LP. So, dann habe ich vor, egal ob ihr es wollt oder nicht, zu Dark Souls 2. Keine Ahnung, ob ihr überhaupt von dem Spiel schon mal gehört habt, aber ich denke mal, ihr solltet davon gehört haben. Denn das ist wirklich eins meiner Lieblingsrollenspiele geworden. Dazu werde ich vielleicht PvP-Parts machen. Das heißt, ich werde mich in andere Welten invaden oder aber in der Arena gegen andere Spieler kämpfen. Je nachdem, wie mir das gelingt und wie viel Spaß ich daran habe, werde ich dazu dann auch mal den einen oder anderen Part kommen lassen. Aber das steht jetzt erstmal in den Sternen, denn ich weiß noch nicht, wie gut ich mich da anstelle und ob ich euch das wirklich ja zumuten möchte. Deswegen warten wir erstmal ab, würde ich sagen. So. Dann natürlich das vorherrschende Thema in nächster Zeit, Spiele-Releases. Da kommt so ein Batzen an neuen Spielen raus, die ich alle spielen möchte, dass mir wahrscheinlich sehr wenig Zeit bleibt. Aber primär werden natürlich die beiden Assassin's Creed-Teile gespielt werden. Und das ist zum einen dann Unity für die Next Gens, für PS4, Xbox One und Rogue für die Last Gens. So. Und ich werde beide kaufen und beide spielen und zu beiden
Games auch, sobald ich sie durchgespielt habe, Tipps und Tricks Videos machen zu all euren, ja, sag ich mal, zu allen Collectibles und allem, was man eben aufrüsten kann. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle Collectibles, ja, dazu Videos machen werde, weil das natürlich auch nochmal so eine Sache ist, wie früher in den alten Teilen, sammle 200 Fahnen, die überall in der Welt verteilt sind. So. Sowas vielleicht nicht, aber Sachen, die einen wirklich weiterbringen, sag ich mal, für neue Rüstung sorgen oder so, wenn man bestimmte Orte findet oder sowas halt. Das würde ich sehr gerne machen, auch wie gesagt zu beiden Teilen. Das heißt, da wird einiges kommen, das kann ich euch schon mal sagen. Und damit ist mein Channel ja auch sozusagen ein bisschen groß geworden. Deswegen will ich das natürlich nach Möglichkeit auch besten Gewissens dann auch weiterführen. So. Das heißt, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed Unity, da könnt ihr euch auf eine Menge Videos gespannt. Ja, könnt ihr auf eine Menge Videos gespannt sein. Und ich hoffe, das klappt auch dann alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass ich die beiden möglichst schnell dann eben durchzocke für euch, damit ich euch auch helfen kann. So, dann haben wir noch ein Thema, was mir am Herzen liegt, was ich euch gerne, ja sehr gerne offenbaren würde, und zwar, wie es aussieht mit dem neuen COD, was dieses Jahr rauskommt. Ich spiele jetzt auf der PlayStation 3 MW3. Ich habe ja, wie ihr vielleicht wisst, gewechselt von der Xbox auf die PlayStation 3 jetzt. Ich habe beide Konsolen noch hier, aber da ich die PlayStation 4 jetzt auch praktisch nutze, bin ich auf die PlayStation 3 so lange gewechselt und habe es mir nochmal hier geholt, MW3. Das Problem sind halt die Hacker. So. Und jetzt ist aber das Ding, ich möchte COD noch eine letzte Chance geben. Ich habe es ja mit Ghosts probiert. Ich habe es in Black Ops 2 probiert. Das waren beides nicht meine Spiele. Von Ghosts war ich sogar ziemlich enttäuscht. Im Nachhinein, vorher dachte ich so, ja cool, eigentlich spielt sich das wie MW3 oder beziehungsweise wie ein Teil der Modern Warfare-Reihe. Relativ vertraut also, aber ja, eigentlich war es dann am Ende doch nicht so, denn ja, weiß ich nicht, ich bin nie wirklich reingekommen. Mich hat das immer zu sehr aufgeregt, dass man so krass schnell stirbt und ja, ich weiß nicht, war einfach nicht so meins. So, jetzt kommt natürlich ein neuer Teil, der Warfare-Reihe, sage ich jetzt einfach mal, Advanced Warfare. Das kommt jetzt im November raus. Und das möchte ich mir noch einmal zulegen. So, für die PlayStation 4. Ich brauche nämlich einen Shooter für die PlayStation 4. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, du warst zwar in der letzten Zeit, sage ich jetzt einfach mal, nicht so begeistert von diesem Spiel. Von dieser Spielereihe, sage ich jetzt einfach, von allen CODs. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, mir das nochmal zu kaufen. Je nachdem, wie gut es ist, werden dazu dann auch Videos kommen. Vielleicht wird das mein neuer Hauptshooter, das wird sich zeigen. Aber sollte mich dieses Spiel auch wieder so enttäuschen, werde ich nie wieder ein COD außer MW3 spielen. So, das war's erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, gebt mir ein bisschen Feedback. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, Leute.